Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Mein Name ist Franconia und wir haben endlich in der letzten Folge die Karte bekommen. Machen aber hier weiter. Erstmal. Da bist du ja wieder. Ja. So, wir haben nämlich... Wir spielen mal eine Runde Karten. Das ja letztes Mal so gut geklappt hat, ne? Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Alter, war doch die Karte doch versteckt, Alter. Ohne Witz. So. Ja, Kaiserreich Nilfgaard, es wird auch langsam hier, ne? Wir machen aber weiter. Wir nehmen die nochmal rein. Ach, die können wir nur. Okay, dann hauen wir nochmal sowas weg, oder? Oder was hauen wir denn weg, Freunde? Den können wir weghauen. Dafür so eine noch mit rein. Ach, Sonderkarten reicht. Scheiße, ja, da müssen wir doch noch so einen mitnehmen. Fußsoldaten, ja, bringt es was? Was bringt es? Relativ gar nichts. So, oh nee. Nein, möchte ich nicht. Wir möchten spielen, Kollege. So, der Rabe des Skiatell, ich bin gespannt. Ach du Gott. Machen wir mal den weg. Ach toll. Okay, und dafür, ach, haben wir den schon mal gehabt? Johann Natalis. Okay. Welchen legen wir noch weg? Komm, wir probieren es trotzdem mal. So, der müsste normalerweise beginnen. Ach, wir haben keine Sonderkarte, ne? Boah. Fängt erstmal gepflegt mit einer 5er Runde an hier. So, hauen wir mal den rein. Oh, wow, 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 wow. Der ist aber echt. Der ist aber. Junge, Junge, Junge. (lacht) 20 zu 1, alles klar. Alles klar, mein Freund. Alles klar. Was ist mit der jetzt? Ich bin am Zug, weißt du was? Dann pass mal. Eieiei, der ist aber richtig knüppeldick, ne? Beziehungsweise der ist aber richtig schwer. Alter. Der hat richtig gute Karte. Alter, willst du mich verarschen hier? Junge! Keine Chance, ey. Keine Chance! Komm, dann haben wir den nochmal rein. 4 langt immer noch nicht, ey. Verdammt. So, wenn wir das haben, haben wir 15. Wir müssen die Karte ausspielen, leider Gottes. Leider Gottes. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, wir haben verloren. Wir haben verloren, Soskiatel. Der ist zu stark. Jetzt kommt der Scheiß daher wieder. So, Freunde der Sonne. Alter, willst du mich verarschen hier? Boah, wie krass ist denn der? Ja, ich hab verloren. Gegen den brauche ich gar nicht antreten, um ehrlich zu sein. Keine Chance, der hat jenseits der 5 hat er an Karten. Jenseits am 5. Gegner ist am Zug, ja super. Da schau her, der zerstört uns richtig. Nein, ich, oh, ich habe genau die falsche.
Ja, kann ich mir abschminken. Keine Chance, Freunde. Keine Chance. Ja. Komm, wir lassen es dann auch gut sein. Lesen aber, wenn wir schon mal hier sind, lesen wir unsere nächsten Bücher ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir heute nur eine Leserunde. Man weiß es nicht. Aber vielleicht findet sich da was Interessantes. So. Nächstes Büchlein. Die Bestien der Tukai-Ausläufe enthält Zusatzinformationen. So, Bessariums-Eintrag hinzugefügt. Ich bin gespannt. Die Bauern der Tukai-Ausläufe behaupten, dass Bees aus Magie geboren werden. Denn bisweilen wirken Hexer Zauber auf Bären, sodass diese Wildschweine besteigen. Die daraus hervorgehende Nachkommen sind weder Schwein noch Bär, haben aber alle Voraussetzungen für einen Bies. Für gewöhnlich verhungern diese Ferkel, doch manchmal werden sie von Hexen gefunden und aufgezogen. Durch die verzauberte Milch werden sie stark und schon bald genügt ihnen Milch nicht mehr. Dann jagen die Bies ihre Opfer mit der Wildheit eines Wildschweins und der Stärke eines Bären. Doch sie bleiben ihren Müttern treu, in diesem Fall den Hexen. Die Hexen schützen sie vor Gefahren, folgen ihrem Ruf und sind ihnen bei allem behilflich. Etzele. So, weiter. Die unterirdische Welt. Wieder Bistariums-Eintrag hinzugefügt. Junge, wir verbrachten die Nacht in einer Höhle, die so riesig war, dass das Licht unseren Fackeln in der Schwärze verblasste, ohne die Höhlendecke zu enthüllen. In der Nacht hörten wir zuerst nur das Wasser, das irgendwo hinten in der Höhlenwand floss. Irgendwann, schwer zu sagen wann, denn wir hatten das Gefühl dafür verloren, wann der Tag enden und die Nacht beginnen würde, hörten wir eine Art Scharren, dann ein Geräusch, als würden Felsen verschoben. Das Scharren wurde zu einem Dröhnen, doch da waren wir schon auf den Beinen und rannten auf den Tunnel zu, durch den wir die Höhle betreten hatten. Keinen Moment zu früh, ein Spalt hatte sich in der Höhlenrückwand geöffnet und heraus sprangen Massen von kleinen, übel aussehenden Humanoiden. Ich warf einen Blick über die Schulter, ohne meinen Lauf zu verlangsamen, und ersperrte im Gewimmel diese Wichte, einen großen schwarzen Troll. So liefen wir um unser Leben. Ui, also Trolle und Bies, pass auf, da werden wir nochmal ins Bestiariums-Eintrag reingehen. So, Basilisken, Würfeln, Büße. Ach, das waren die, okay, hatten wir ja schon. Hybriden waren es auch nicht, Insektoiden auch nicht. Konstrukte sowieso nicht, Nekrophagen. Das waren doch solche Trolle, ne? Oder wurde was ins Bestaldungseintrag hier, Bies Unholde? Das werden wir uns mal nochmal angucken, zumindest den letzten Absatz. Die einzige Schwäche eines Bies ist seine Angst vor lauten Geräuschen. Bomben wie beispielsweise Samen oder Teufelsbuffis sind im Kampf gegen das Monster sehr effektiv. Außerdem verbessert eine mit Reliktöl bestrichene Klinge die Chance des Hexers auf einen Sieg. Oder er ist zumindest in der Lage, den Kampf zu verlassen. Okay, sehr schön. Dann lesen wir doch nochmal. Komm, wir machen heute mal hier ein bisschen was schön. So, wir lesen weiter. Und zwar die wunderbare Welt der Insektoiden. Wieder Bestariums-Eintrag hinzugefügt. Es gibt kaum fleißigere und bessere organisierte Kreaturen als die Endriagen, Ameisen, Bienen und Termiten. Sind ihnen in dieser Hinsicht um ein Vielfaches unterlegen. Ah, Endriagen, okay. Also Ameisen, Bienen und Termiten sind unterlegen. Wenn es um Waldsicht und Fleiß geht, übertreffen Endriagen sogar die Menschen. Die menschliche Rasse könnte von ihnen lernen, wenn sie sich von der primitiven und überholten Gesellschaftsform des Feudalismus lösen und eine Form des Arachnokommunismus annehmen würden. Im Arachnokommunismus besitzt jedes Individuum seinen festen Platz und übernimmt eine bestimmte Rolle im Sinne des Gemeinwohls. Es gibt die folgenden Rollen: Arbeiter, Soldat und Königin. Jede einzelne leistet einen auf seine Fähigkeiten fußenden Beitrag an der notwendigen täglichen Arbeit und kann dafür seinen Bedürfnissen entsprechend vom gemeinsamen Wohlstand profitieren. Sehr schön. Dann Golem oder der beste Freund des Menschen, ein Golem. Wieder Bestariums-Eintrag hinzugefügt. Junge, Junge, Junge.
Entgegen der landläufigen Meinung wurde der erste Golem weder von einem mächtigen Magier noch von seinem Weisen der Elfen erschaffen, sondern von einem einfachen Zwerg aus Maribor namens Bonaventura Sesto, einem Ziegelbrenner. Der schicksalhafte Schöpfungsakt fand vor mehr als einem Jahrhundert statt, als die Verfolgung der Adelinge in Maribor voll im Gange war. Elfen und Zwerge wurden beschuldigt, eine Krankheit in die Stadt gebracht zu haben. Gleich später herauskam, dass ein gewisser Matteo, der Küchenjunge des Gasthauses Goldene Gans, für den Ausbruch der Krankheit verantwortlich war. Jener Matteo servierte Gerichte und reinigte die Latrinen und wusch sich dabei nur einmal im Monat die Hände. Das nicht einmal sonderlich gründlich, der Rest ist Geschichte, wie man so sagt. Die Verfolgung der Anderlinge beschränkte sich zunächst auf das Ausrauben ihrer Geschäfte, Brandstiftung und gelegentliches Verprügeln, aber schon bald mündete die Gewalt in eine blutige Treibjagd. Unter den wohlwollenden Augen der Stadtwache ermordeten die Menschen in 3 Tagen und 3 Nächten über 300 Elfen und Zwerge, darunter auch die gesamte Familie des zuvor erwähnten Bonaventura Sesto. Also, das ist schon fast so Holocaust-mäßig, ne? Krass. Wahnsinnig vor Trauer und Rachegedanken formte Bonaventura eine 10 Fuß große humanoide Gestalt aus Lehm und ritzte ihr den Namen der getöteten Anderlinge ein. Zusammen mit einigen Bruchstücken zwerglicher Flüche, als er fertig war, schlitzte er sich die Kehle auf. Und als sein Blut auf die gigantische Statue spritzte, erwachte diese zum Leben und schritt langsam auf die Stadt zu. Bonaventura übte süße Rache an seine Verfolger. Seine Schöpfung tötete beinahe 500 Menschen, darunter der Bürgermeister und den gesamten Stadtrat, ehe die Soldaten der Stadtgarnison dem Golem mit ihrer Ballista ein Ende bereiten konnte. Die Kammer fand später heraus, dass Bonaventura ein verborgenes magisches Talent besessen hatte, obgleich er keinerlei Ausbildung genossen hatte. Reichten die starken Gefühle zum Zeitpunkt seines Todes aus, um aus der ihm hin innewohnenden Kraft einen neuen Zauber zu formen. Nach zahlreichen Änderungen und Verbesserungen ist es nun möglich, diesen Zauber zu wirken, ohne sein Leben dabei opfern zu müssen. Und so bewachen Golems heute Laboratorien, Bibliotheken und Paläste überall auf dem Festland. Das freut mich aber da. So, wir gehen ins Bestariumseintrag. Und da gibt es jetzt was Neues wieder. Und zwar Insektoide, Entriagen-Drohnen. Da lesen wir auch wieder den letzten Absatz. Drohnen lassen sich einfach anhand der typischen kegelförmigen Abdomens identifizieren. Im Gegensatz zu anderen Entriagen greifen sie aus der Distanz an und verschießen Salven giftiger Stacheln. Wie ihre Artgenossen können auch Entriagen-Drohnen nicht bluten und reagieren empfindlich auf Insektoidenöl, mein Beste. Sehr schön. Relikte? Was war das nochmal? Entriagen und Golems, ne? Golems sind die da hier, ne? Oh, wo sind die? Das sind verfluchte Wesen, Golem, oder? Nein, auch nicht. Konstrukte? Golems! Hier lesen wir nochmal den restlichen Absatz. Golems verwenden keine Waffen, weil sie keine brauchen. Ihre Fäuste, jene über 100 Pfund schwer, können mit einem Schlag Granit zermalmen. Hiebe von Golems gilt als daher unbedingt zu vermeiden. Kein Schild kann sie abfangen, kein Schwert kann sie parieren. Diese Aufgabe ist nicht einfach, denn die Kreaturen können sich überraschend schnell bewegen. Zum Glück sind sie aufgrund ihrer Masse nicht allzu wendig. Wenn ein Golem heranstürmt, kann er nicht unmittelbar stoppen. Und diese Tatsache nutzen erfahrene Hexer. Sehr schön. Freut mich, dass wir jetzt mal ein bisschen was über die ganzen Kreaturen hier ein bisschen noch mehr kennenlernen. Das ist ganz gut, nämlich dann können wir hier die ganzen Bücher wieder alle verkaufen. So, Bestariumseintrag nächstes. Ghule und Aalghule. Über die Entstehung von Ghulen gibt es zahlreiche Hypothesen. Einige Gelehrte behaupten, diese Monstrositäten wären einst Verbrecher gewesen, die Geschmack an Menschenfleisch gefunden und deswegen den Zorn der Götter auf sich gezogen hätten. Die göttliche Strafe bestimmte im Entzug der Seele, des Verstands und der menschlichen Erscheinung. Meine Experimente haben jedoch gezeigt, dass die Anatomie der Ghule viel zu wenig mit der menschlichen gemein hat, als dass diese These ernsthaft in Frage käme. Die bestehenden Ähnlichkeiten zwischen Ghulen und Menschen, also die vergleichbare Gestalt und die Proportionen, sind reine
Koinzidenz. Daraus folgt, dass es sich bei Gun sowie ihren bösen Vettern, den Alkun, um Postkonjunktionskreaturen handelt, die in einem spontanen, die Naturgesetze außer Kraft setzenden Kataklysmus in dieses Universum gelangt sind. Weiter geht's. Naranzen, Sohn von Gunnestad. Als er erwachte, sah er um sich nur endloses Blau. Am Horizont traf der Himmel auf die gläserne See. Der Sturm war Vergangenheit. Das Langschiff samt Mannschaft ebenfalls. Er würde nie erfahren, wie lange er bewusstlos im Beiboot gelegen hatte. Die Sonne hatte ihm die Haut karmesinrot verbrannt und die Lippen zu brüchigem Pergament verdorren lassen. Er hatte schrecklichen Durst, doch gab es im Boot nichts Trinkbares. Hatte er all das durchgemacht, um jetzt zu sterben? Nein. Naranzen war der Sohn der großen Gunnestad und er würde niemals aufgeben. Er hatte 20 Glänze gezählt, als er zu dieser Reise aufgebrochen war. Wann war das gewesen? Vor langer, sehr langer Zeit. Seine Freunde hatten noch gelebt, er hatte seine linke Hand noch gehabt, nicht diesen steifen Stumpf, und in seinem roten Bart waren noch keine silbernen Strähnen gewesen. Der Drang zum Ruhm hatte ihn von seiner Heimat fortgetrieben und einen hohen Preis verlangt. Naranzen hatte darüber noch nie nachgedacht, doch jetzt, alleine in dem Beiboot im Winden der endlosen Ozeans, fühlte er sich müde. Er sehnte sich nach dem Hof, auf dem er aufgewachsen war, nach den Augen seiner Mutter, die ihm von den Einschlafen, von den Taten der legendären Helden erzählt hatte. Jetzt war er einer von ihnen geworden. Jetzt würden die Mutter ihren Söhnen von ihm erzählen. Sein größter Traum hatte sich erfüllt. Er hatte froh sein müssen. Er hätte froh sein müssen, dass das war. Doch das war er nicht. Hätte er geahnt, welche Mühen und Härten ihn erwarteten. Doch kein Mann kann keine Zukunft voraussehen. Und eins ist sicher. Hätte Naranzen gewusst, welches Schrecken sein Leben für ihn bereithielt, er hätte dennoch kein anderes gewählt. Er war der Sohn des großen Gunnestad und er hatte den Pfad des Ruhms beschritten, von dem man nicht mehr abweichen kann. Von dem man nicht mehr abweichen kann. Zu keinem Preis. Saupreis. So, vom kleinen Bauern, der seinen Herrn verwirrte. Der Winter kam, als der Graf wieder einmal sahen, wie er seinen Untertanen noch Ärger auspressen konnte. Eines Morgens brach er beim ersten Hahnenschrei im Zweigspanner zum Dorf auf. Sein treuer Page begleitete ihn als Schreiber. Die Erde war aufgeweicht, die Straßen der Schlammigen, weswegen der Graf, der seinen glänzenden neuen Stiefel nicht beschmutzen wollte, in der Kutsche blieb und seinen Pagen sandte, ihn zu vertreten. Im Dorfe angelangt, stieg der Page mit seinem umfangreichen beschriebenen Papier aus der Kutsche. Diese nagelte er an die erstbeste Hütte, auf das Gehämmer kam ein Bauernjunge namens Räuben heraus, um nachzusehen, was vorging. Der Junge war 12, hatte einen strohblonden Haarschopf und ein sommersprossiges Gesicht mit roten Wangen. »Na, was willst du?« grollte der Page und warf einen Blick auf Räubens Hemd, das so dreckig war wie alles andere im Dorf. »Och, eigentlich nichts«, zuckte Räuben die Achseln. »Ich wohne hier nur.« »Dann geh rein«, aber der Junge hatte keine Angst und blieb lieber auf der Schwelle stehen, um sich das Papier anzusehen. »Was ist denn das, mein Herr? Ein Brief?« »Lies es und finde es selber heraus«, sagte der Schreiber zunehmend wütend, was Räuben allerdings zu entgehen schien. »Kann ich nicht, Herr. Ich weiß nicht wie.« »Warum zum Teufel brauchst du so lange, Schreibe?«, donnerte der Graf. Er saß immer noch in der Kutsche und hatte das Gespräch nicht mit angehört. Anscheinend begann er, sich zu langweilen. »Der Grünschnabel«, sagte er, »er kann nicht lesen.« »Genau, weil er es nicht kann«, bestätigte Räuben. »Nee, genau, weil er es nicht kann«, bestätigte Räuben. Er ging 2 Schritte auf die Kutsche zu, wobei seine nackten Füße tief in den grauen Morast sanken. »Die da drinnen können lesen«, forschte der Graf. »Wo sollten Sie das gelernt haben, Herr?«, fragte der Bauer verblüfft. Er hatte immer gedacht, so hohe Herren wüssten alles. »Also, wer in eurem Dorf kann denn lesen?«, fragte der Graf, der immer gereizter wurde. »Keiner, Herr. Schreiber«, sagte der Graf und lehnte sich weit aus der Kutschentür. »Kannst du mir erklären, wie ich meine Deklaration bei Leuten durchsetzen soll, die nicht lesen und schreiben können?« »Das weiß ich auch nicht, Herr«, sagte der Schreiber und ging einen Schritt zurück, als erwarte er, dass der Graf aus der Kutsche sprenge und ihn angriffe. Es war nicht nur seine Schuld, doch der Graf hatte die Angewohnheit, seinen Schreiber zu schlagen, wenn er wütend war. Der Grund war einer frei. Sehr schöne Geschichte, wie ich finde. So, die Sitten und Bräuche der Skelliger, Freunde der Sonne.
und auch wieder viel zu lesen. Dem Betrachter fällt sofort auf, dass ihre scheinbar armseligen Hütten vor Sauberkeit strahlen. Die Wände ihrer Häuser bestehen zumeist aus Fichtenholz und sind mit einer Substanz überzogen, die aus Harz gewonnen wird und jegliches Ungeziefer draußen hält. Ich glaube, dass es auch die Insekten vertreibt, denn während meines ganzen Aufenthalts in Skellige habe ich kein einziges Insekt im Innenraum der Hütten gesehen. Der Innenbereich der Hütte ist ziemlich geräumig und für gewöhnlich in zwei Zimmer unterteilt. Der erste wird von den Familienmitgliedern tagsüber genutzt und ist mit einer Tür vom zweiten Raum abgetrennt, der als Schlafzimmer dient und in den einfachen Holzbetten stehen. Die Betten sind mit Linen bedeckt, die eher Säcken gleichen als der Bettwäsche vom Festland. In der Mitte des Hauptraums steht ein großer runder Tisch, an dem sich die Mitglieder des Haushalts versammeln, um eine Mahlzeit am Tag einzunehmen. Dies geschieht für gewöhnlich nach der Dämmerung, der Zeit für die Hauptmahlzeit. Dieses Abendmahl ist ein festliches Ereignis und wird beinahe wie ein heiliges Ritual zelebriert. Zu Anfang, bevor die Familienmitglieder ihre Plätze am Tisch einnehmen, reißt das Familienoberhaupt ein Stück Brot ab und legt es auf eine Art Hausaltar, in der jedem Haus in Skellige einen Ehrenplatz hat. Dies dient als Symbol des Respekts den verstorbenen Ahnen gegenüber. Seltsamerweise wird dieses Stück Brot sofort nach Beendigung der Mahlzeit vom Familienoberhaupt in eine große Empore gelegt. Wie ich später erfahren habe, wird die Empore, sobald sie voll ist, mit kochendem Wasser gefüllt und wird ein Getränk daraus gemacht, das vom Geschmack her Bier ähnelte, nur wenig stark ist. Am Ende dieser Zeremonie für die Verstorbenen setzt sich die Familie und isst. Die älteste Frau stellt eine dampfende Schüssel in die Mitte des Tisches. Jeder hat einen eigenen Löffel und taucht ihn in die Schüssel mit dem Essen. Meistens gibt es Grütze mit Fisch oder Fleischsoße. Es klingt so nach Brottrunk, ne? Was die da so zusammen machen, um ehrlich zu sein. So, dann haben wir doch hier schön alles uns durchgelesen. Endriagen Drohnen Einträge hinzugefügt. Also war das nur dieser eine? Da bist du ja wieder. Ich möchte nämlich die Bücher verkaufen. Zeig mir mal deine Bücher. Die wir gerade gelesen haben. Ne, Kollege. Dann können wir nämlich das alles wieder verkaufen, hat er gemeint. So, Tagebuch. Was enthält Zusatzinformationen? Dann können wir das auch verkaufen. Notizen eines Banditen, nützlich. Nützlich. So, dann können wir das. Enthält Zusatzinformationen. Zusatzgolem. Wunderbare Welt der Insektoiden. Unterirdische Welt haben wir gelesen. Die Bestien haben wir gelesen. Das haben wir gelesen. Dann haben wir unten noch die Sitten und Bräuche der Skellige. Fand ich jetzt sehr, sehr cool und interessant. Wirklich. Nilfgaardische Notiz enthält nützliche Informationen. Okay, sehr schön. Dann hätten wir das doch. Dann ein paar Karten dreschen. Nein. Wiedersehen. Der ist leider zu stark. Und wir gucken aber doch nochmal sicherheitshalber nach oben. Denn vielleicht gibt es hier noch Bücher. Wir haben zwar hier schon mal gelootet, aber vielleicht ist was Neues hinzukommen. Ich finde es ja eigentlich recht schön. Ich lese ja selber sehr, sehr gerne. Und sehr, sehr viel. Ja, Franconia, das hört man aber nicht so beim Lesen. Ja, da habe ich, also wenn ich Bücher lese, dann habe ich ja nicht solche Spezialwörter und so Fabelwörter, sag ich mal, die frei erfunden sind. Da gibt es eigentlich schon Wörter, wo ich eigentlich auch so kenne. Und ja, ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben. Lest ihr gerne? Würde mich mal interessieren. Und was lest ihr genau? Also welche Stilrichtung? Mickey Mouse. Mein Quatsch. So, wir bleiben aber... Ach, es hat aufgehört zu regnen. Sixtes, dann gibt es doch hier noch einen Händler. Genau. Zu dem gehen wir noch einmal geschwind. Ne? Hallo, Kamerad. Sei gegrüßt. Hallo, Kamerad. Sei gegrüßt. Das ist der andere, ne? Ui, so. Brauchst du etwas, Meister? Alle Passanten, alle Reiter! So, mein Freund. Was? Alle Passanten, alle Reiter? Willkommen, willkommen.
Was hast du denn da? Schau mal, vielleicht kann ich da gewinnbringend nochmal was verkaufen. Denn wir haben doch einiges hier. Ausdauer. 65, Kapazität der Satteltasche 100. Chance auf Bonuskräuter. Bonuserfahrung, Humanoide. Monstern. Da können wir eigentlich einen verkaufen. Können wir eigentlich zwei verkaufen, ne? Dann verkaufen wir die Wiffen-Trophäe. Und die... Dann verkaufen wir die noch. So, sehr schön. Ansonsten hat er eine großartig was, eine Puppe. Mehr die Zellfigur. Rasiermesser, ja. Der hat eigentlich nicht großartig was, ne? Was wir verkaufen können, das behalten wir natürlich alles. Obwohl wir haben hier Evolus. Hier könnte man, da können wir noch was verkaufen. Weißen Wolf, das behalten wir mal. Alte Schafe können wir weg, das können wir weg, das können wir weg. Abgenutzten Lederbarich können wir weg, das können wir weg. Schweinehaut können wir auch weg. So, was haben wir hier noch? Buttermesse. Blei können wir auch weg, komm. Komm, können wir auch weg, oder kommen wir uns? Haben wir sonst noch was? Nein, okay. Dann bedanke ich mich. Bis dann. So, der hat auch eine was gesagt jetzt hier gerade. So, liebe Freunde, wir machen aber jetzt hier eine Pause. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wir gehen dann nochmal zu dem Kräuterschub so rüber. Das große Erasmus-Wegelmut-Gedächtnisrennen. Was? Also reitet, lauft oder kriecht so schnell wie möglich zum Anwesen der Wegelmuts. Cool, da können wir ein Rennen machen. Okay, liebe Freunde, wir machen hier mal eine Pause. Bedanke mich fürs Zuschauen und sag, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ein bisschen lesen heute mal. War auch schon wieder 27 Minuten, ne? Naja, egal. In diesem Sinne, ich bedanke mich. Macht's gut. Bye, bye. Und bis morgen. Euer Franconia. Servus.